Der Frühling ist da und die Sonne scheint und das macht mir gute Laune, wenn die Sonne scheint. Und somit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Heute ist mein erster Nachtdienst und ich bin ehrlich gesagt etwas aufgeregt. Der Nachtdienst ist ja schon etwas anderes als ein Tagdienst und ja, ich bin mal gespannt, wie heute Nacht wird. Guten Abend, ich begrüße euch aus meinem Dienstzimmer. Es ist jetzt 23.15 Uhr. Ich habe meine letzte Aufnahme vor 1,5 Stunden gehabt und ja, habe halt die OPs von heute visitiert. Also was man eigentlich macht als diensthabende Gynäkologen ist, dass man halt die OPs, die man am Vortag, also an dem Tag, an dem man den Dienst anfängt, die geht man halt visitieren, man guckt halt, ob die Drainagen gut fördern, ob die Patienten Schmerzen haben, man tastet den Bauch ab. Dann nimmt man nochmal Postoplabor ab, eigentlich nur Blutbild, um zu schauen, ob halt der HB noch in Ordnung ist. Und dann kümmert man sich halt um die OP von morgen, ob halt alle Sachen da drin, ob die OP freigegeben worden ist von der Anästhesie, ob der Covid-Abstrich da ist, also quasi praktikablen Sachen. Und dann, was macht man noch als Diensthabende? Ja, dann wird man dann angerufen von den Notaufnahmen, wenn da jemand kommt. Und dann bestellen wir die meistens dann zu unserer gynäkologischen Ambulanz, weil in der Notaufnahme können wir die Patienten nicht so gut untersuchen. Wir brauchen den gynäkologischen Stuhl, der ist halt nicht überall. Genau, und wenn man Glück hat, wie ich heute, wird man fertig schnell. Ich habe auch schon ein paar Briefe gemacht für morgen, damit halt meine Kollegen, die morgen dann Dienst haben, das nicht machen müssen. Das ist immer so eine Erleichterung, wenn man die Leute, die im Tagdienst haben, was abnehmen kann, die freuen sich und man freut sich ja auch selber, wenn man ja den Tag, wenn ich jetzt selber Tagdienst hätte und man hätte das dann für mich gemacht im Nachtdienst, würde ich mich voll freuen. Also habe ich schon ein paar Briefe gemacht und genau, und die Labore, die man abgenommen hat, auch sichten. Das ist ganz wichtig. Es reicht nicht, dass man Labore abnimmt, man muss auch gucken, ob man dann was tun muss und genau, deshalb immer Labore sichten. Genau, ich werde jetzt noch mal vielleicht mit meinem Mann telefonieren, meine Kinder, ich habe von denen eine gute Nacht Grüß bekommen per Video und ja, dann hoffe ich, dass mein Telefon, die habe ich schon abgelegt, dass sie nicht klingelt und ja, dann gute Nacht. Guten Morgen. Die Nacht war ruhig für mich. Ich habe gut geschlafen, ehrlich gesagt. Ich habe von ungefähr 1 Uhr bis ca. 6 Uhr geschlafen. Jetzt ist 10 vor 7. Ich gehe jetzt runter auf in die zentrale, also zentrale Aufnahme. Ich muss mir ein paar Akten anschauen von den Patienten, die noch operiert werden heute. Genau, gestern hatte ich die Akte noch nicht gesehen. Die zentrale Aufnahme macht erst um 6 Uhr auf. Und um 7 Uhr muss ich meine Oberärztin anrufen, dass wir uns die Patientin, die ich gestern aufgenommen hatte, gemeinsam nochmal anschauen. Bei jeder Aufnahme muss einmal oberärztlich gesehen werden. Das ist wichtig. Und dann gehe ich dann auf Station und gucke, ob meine diensthabende Kollegin schon da ist oder Kollege. Dann mache ich mit den Personen eine Übergabe. Dann gehen wir dann zur Visite. Und dann, ja, danach dann Übergabe, also die große Übergabe vor das gynäkologische Team, dann übergebe ich halt, was in der Nacht passiert ist und dann gehe ich nach Hause. Raus aus dem Krankenhausleben und rein in das Familienleben. Natürlich ist dieser Umschwung nicht immer ganz leicht, aber ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar für meine Familie, weil wenn ich zu Hause bin, ist einfach Krankenhaus vorbei und dann geht es einfach nur noch um uns und einfach die Zeit, die wir gemeinsam miteinander verbringen. Ich gehe mit Kai jetzt aus. Wo ist die Babyflasche? Wirklich jetzt? Ja. Hi! Ich bin Kai, der Mann von Chica. Chica ist meine Frau.
Und ich habe heute ein Date. Ein Date mit Frau Pack. Denn heute ist mein Geburtstag. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Date mit Chica am Geburtstag ist das beste Geschenk ever. Und von daher machen wir jetzt Folgendes. Kamera aus, denn es geht jetzt nur um uns. Wie ist es, 30 zu sein, Kai? 30 zu sein ist ein rundes Alter und genauso fühle ich mich auch. Mein Bauch hat wirklich einen Umfang zugenommen, aber das liegt eher daran, dass ich gerade echt viel gegessen habe, weil ich einfach nur Hunger habe. 30 sein heißt aber ebenfalls, graue Haare zu haben. Ich habe mittlerweile 7, auf der Seite 4 hier. Und da 30 eine runde Zahl ist, 7 die Zahl der Vollkommenheit, ist es eigentlich perfekt und es passt einfach zusammen. Hinzu kommt, dass die beiden Kinder, die ich ja habe, zusammen mit meiner Frau, weil nur zusammen kann man ja Kinder bekommen, dass das dazu geführt hat, dass das Stresslevel mit 30 Jahren schon extrem hoch ist. Also ich glaube, ich bin wirklich gewappnet für die 30er. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, um halt zum Beispiel Rücken vorzubeugen oder Knie. Also da kann nichts kommen. Also ich bin wirklich, wirklich bestens vorbereitet. Das Beste zum Schluss. Ich bin ja verheiratet mit Chica. Falls ihr ihn nicht kennt, geht auf ihr YouTube-Channel. Mega coole Videos. ChicaPark.com. Die YouTube-Channel ist c.park1. YouTube-Channel Chica Park. Guck hier wieder an. Influencerin in Deutschland. Einfach mega cool als Ärztin. Also wirklich echt eine geniale Frau. Und ich habe sie geheiratet, aber schon bevor. Also ich kannte sie schon bevor ihr sie kennt. Jedenfalls ist das mit ihr einfach eine schöne Zeit. Wir sind gerade hier in unserem Lieblingsrestaurant. Und ihr seht draußen schon eine große Schlange. Muss ich wirklich anmelden, um hinzugehen. weil es die Schlange ist, musste gerade weggehen. Wie ihr seht, alle Plätze besetzt, sie ist wirklich rappelvoll, aber wir haben es geschafft, einen Platz zu bekommen. Getrennter Bereich für uns, ne? Direkt am Eingang, VIP. Direkt am Eingang, VIP, sodass wir ungestört essen können und die Leute von draußen nicht auf unser Essen gucken können. Ja, wir haben hier, wie gesagt, bestens eingerichtet, also wir fühlen uns wohl und das ist, besser kann man den 30. Geburtstag nicht verbringen. Das war's von mir erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet ein. Hier unten der Link zu den Ex-Erkenntnissen, die ich gerade genannt habe. Hier oder da findet ihr den Klick zu dem Video von Chica bzw. zu ihrem Channel. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked einfach und abonniert den Kanal. Ciao! Hallo, hallo, guten Morgen. Heute ist wieder ein neuer Tag in diese wunderschöne Woche. Und die Sonne scheint einfach. Ich liebe einfach es, wenn die Sonne scheint, da freue ich mich so sehr. Also heute ist Donnerstag, die Woche ist auch schon fast wieder vorbei. Wie ihr seht, habe ich mich jetzt fertig gemacht. Ich gehe jetzt, ich habe einen Termin. Nach dem Termin muss ich heute Nachmittag dann zum Nachdienst. Das ist jetzt dann meine zweite Nachdienst diese Woche. Und ja, ich freue mich. Ich hatte einen ruhigen Dienst, keine komplizierten Fälle in der Nacht gehabt. An meinem Tag jetzt nach dem Dienst, der Tag, in dem ich jetzt frei habe, werde ich jetzt nicht direkt schlafen gehen. Ich gehe nämlich einkaufen. Kai hatte ja Geburtstag und jetzt kommen am Wochenende seine Geschwister. Und das ist einfach ja, Tradition in der Familie, dass wenn eine Geburtstag hat, kommen alle zusammen. Und dafür möchte ich gerne ein bisschen die Wohnung dekorieren und etwas zum Essen machen. Jetzt wieder zurück aus meinem Einkaufstrip. So meine Tasche, das ist was ich schon gekauft habe und der Rest ist im Wohnzimmer. Einkaufen ist sowas von anstrengend und ich bin froh, dass ich fertig bin. Oh mein Goodness, einfach nur anstrengend. Und ich fange jetzt an zu dekorieren, weil die Kinder noch nicht da sind und wenn ich jetzt dekoriere, dann weiß ich, dass
ja, das ist, dass wir das wirklich heute schaffen, weil wenn die da sind, dekorieren wird sehr schwierig. Dann werden aus dem Ballon Fußball und dann schießen die da ganze Zeit damit rum und das wird dann nicht, was ich halt mir vorgestellt habe. Und deshalb, ich mache das jetzt. Dann fange ich an zu kochen. Ich bin jetzt am Ende meines Videos angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und gerne auch meinen Kanal abonnieren. Bis demnächst wieder. Tschüss!